Heute schauen wir uns mal genauer eine Funkmaus an. So. Wie stark die strahlt. Schauen wir mal. Wir sind hier wieder im strahlungsfreien Raum. Und jetzt bewege ich mal die Maus. Sie sehen, der Vorteil ist, nur wenn sie sich bewegt, strahlt sie. Aber diese Strahlung haben sie natürlich direkt an der Hand und in unmittelbarer. Die macht jetzt ein hässliches Geräusch. Vielleicht ist eine Funkkatze in der Nähe. Jetzt schauen wir mal mit dem HF32. Keine Strahlung. Und wenn man die Maus bewegt, ja, das ungezogene Ding hat schon recht Power drauf. Kann noch der ASMOG spüren. Da schreit sie wieder. Auch hier sehen Sie, ein bisschen Alu einwickle. Kommt dann in den grünen Bereich. Machen wir auf. Auch hier, unten kommt die größte Strahlung raus. Drücken wir ein. Sehen Sie, abgeschnitten. So, jetzt habe ich die Maus dort vorne. 2 Meter entfernt platziert. Jetzt schauen wir mal noch, wie weit sie strahlt. Ich schiebe es jetzt mit diesem Meter an. Ah. Selbst bei 2 Meter Entfernung Voltmeter.